Gewaltkriminalität zu verhindern bzw. aufzuklären, ist eine wichtige Aufgabe der Polizei. Allein in Duisburg mussten die Beamten im letzten Jahr wegen 1700 Taten wie Raub, Erpressung oder Körperverletzung ermitteln. Die Kommissare Toni Gonzales und Jan Yildiz müssen heute ein Gewaltdelikt aufklären, bei dem die Täter äußerst skrupellos vorgehen. 14.21 von Egon. Egon, 14.21 hört? Fahrt in den Park an der Iltisstraße. Anruferin Josefine Thielmann meldet Hilfeersuch. Ihre Freundin Anne Kohnke schwebt in Gefahr. Details unbekannt, Sonderrechte frei. Ja, verstanden. Bei dem Einsatzort handelt es sich um einen weitläufigen Park. Die Kommissare wissen nicht, wo die hilfebedürftige Frau sich aufhält und suchen nach Hinweisen auf das Opfer und die Täter. Hörst du Schreie? Hallo, ja, Mann, Polizei! Schreie. Hallo! Die Polizei! Egon, hier sind Schreie. Wir gucken mal. Da vorne. Da. Lassen Sie die Tasche los! Rettungswagen, rufen Sie Rettungswagen! Lass uns zum Auto! Als wir dann auch bei dem Opfer angekommen waren und die Täter flüchteten, kam relativ schnell anscheinend ihre Freundin, sie hat sich als ihre Freundin ausgegeben, kam schon in der Ecke. Toni und ich haben blitzschnell reagiert und haben sie gebeten, bei ihrer Freundin zu bleiben, auch ein RTW zu verständigen, sodass wir uns definitiv hinter den flüchtenden Tätern hermachen konnten. Mann, wir hauen uns nicht. Alter, was ist das denn hier? Guck mal. Vorsicht, Vorsicht! Hey, 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 hey. Vorsicht! Was macht ihr da? Messerfeuer! Hey, stehen bleiben! Stehen bleiben, hab ich gesagt. Und einmal auf den Boden. Einmal auf den Boden. Alles gut jetzt. Als die Täterin dann auch mit dem Messer vor uns stand, waren wir uns nicht ganz sicher, ob wir jetzt aussteigen sollen oder nicht. Es war eine unmittelbare Nähe. Und wenn jemand ein Messer in der Hand hat, kann es für uns Polizeibeamte auch sehr kritisch werden. Haben dann aber relativ schnell bemerkt, dass sie uns eigentlich nur an der Weiterfahrt hindern wollte, uns den Reifen zerstochen hat. Ja, blitzschnell reagiert und haben sie dann wirklich zu Boden gestreckt. So, und jetzt kommen Sie einmal bitte am besten mit zum Streifenwagen. Zum Wagen, ne? Ja. Dann durchsuchen wir sie da. Der Plan der Täterin ist aufgegangen. Ihren Komplizen ist die Flucht gelungen. Die Polizisten vernehmen die Frau noch vor Ort, auch um Informationen über die Flüchtigen zu erhalten. Können Sie mir direkt mal Ihre Dienstnummer geben, weil Sie sind dazu nicht berechtigt. Das werden wir gleich auch machen. Ist gut. Auch gut. Dann einmal kurz rein. Alles klar, setzen wir Sie rein. Die festgenommene Person war sehr unkooperativ, auch leicht aggressiv. Also hat uns auch gar keine Informationen gegeben, was der Hintergrund dieses ganzen Sachverhalts ist. Und wir konnten nichts aus ihr rauskriegen. Hallo, kommen Sie auch einmal dann ganz kurz bitte zu uns? Ja. Gut. Was genau passiert ist, wissen Sie nicht? Ich hab's nur gesehen, sie hat mir eine SMS geschrieben und mich gerufen, aber also... Wir haben jetzt auch nichts gesehen. Also wir sind jetzt hier hingekommen und... haben dann auch die Freundin dann gesehen, wie sie auch direkt zur Hilfe geeilt ist, aber nicht wirklich gesehen, ob mit dem Gegenstand irgendwas getan wurde. Täter sind auch flüchtig. Ja. Wenn ihr dann kurz hier bleibt, dann nehmen wir die Freundin. Aber ich möchte gerne bei ihr bleiben. Gerne. Wir hätten aber ein, zwei Fragen trotzdem noch mal an Sie, damit wir den ganzen Sachverhalt jetzt noch mal eventuell auch lösen können. Ne? Wenn Sie dann einmal kurz mitkommen und dass die Kollegen... Hi, Jungs. Hi. Ich gebe mal so, ihr habt die Handschuhe an. Hi. Die Festgenommene ist im Auto, die kommt nicht raus. Musst du vielleicht mal den Schlüssel? Ja, machen wir dann so, dass ihr dann die Festgenommene vorführt einmal. Wir dann noch mal hier kurz mal abklären, was ist. Ja. Gut, alles klar, dann machen wir das einmal so. Können Sie uns irgendetwas sagen? Einen Schlüssel für? Ja, klar. Sie hat mir eine SMS geschrieben. Ja. Die kann ich Ihnen zeigen. Okay. Guckst du einmal, dann werde ich mal kurz den Kollegen einmal kurz behilflich sein. Sie hat mir... Oh Gott, jetzt finde ich... Das hat sie mir vorhin geschrieben. Okay, Josi, ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht und stecke in großen Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wie da rauskommen soll, habe panische Angst. Kommst du bitte so schnell wie möglich? Ich bin im Iltispark. Ja. Okay, das hat sie Ihnen vorhin geschickt? Und genau. Dann? Ja, dann war ich hier, dann kam ich von dort und dann habe ich das gesehen, wie da zwei waren, die sie zusammengeschlagen haben. Ja. Und dann kamt ihr ja auch schon und ich weiß gar nicht. Kennen Sie denn irgendeinen Zusammenhang oder kennen Sie die Vorgeschichte? Nicht. Ich kenne das gar nicht von ihr. Weil, das ist meine beste Freundin. Ich weiß alles über sie, von daher weiß ich gar nicht, das ist ja nicht normal, dass sowas passiert. Das gibt's doch nicht. Wenn
wenn die SMS da ist, dann hat die ja offensichtlich gewusst, dass Ärger sich anbahnt. Ne? Deswegen wird es ja da irgendeine Vorgeschichte geben. Die Polizisten loben die Melderin. Dass sie beim Erhalt der SMS sofort den Notruf abgesetzt hat, anstatt ihrer Freundin zu Hilfe zu eilen, war genau richtig. Und was haben wir? Also so wie es aussieht, hat sie jedenfalls Abschirm vom Platz, wurde wahrscheinlich eine Rippenserienfraktur. Okay. Wir müssen jetzt gucken, ob wir so schnell wie möglich zum RTW kriegen und ins Krankenhaus fahren, damit der weiter kontrolliert. Befragung jetzt wahrscheinlich von eurer Seite aus? Nicht, okay, nein. Gut. Mit der verletzten Person konnten wir kaum über den Sachverhalt sprechen. Wichtig und Vorrang hatte erstmal die Erstversorgung, da hatte sich der Rettungswagen drum gekümmert. Das muss dann nachgeholt werden im Krankenhaus oder spätestens von der Kripo. Fahren Sie dann jetzt einmal mit und wenn Sie uns dann bitte vergewissern, dass Sie auch mit ihr, wenn es ihr dann wieder besser geht, dann, eventuell noch... Sagen Sie mir noch einmal kurz, wie sie heißt, dann haben wir die Daten auch schon, oder hast du die Daten? Ich habe die Daten nicht, war nicht ansprechbar. Die Geschädigte wird ins Krankenhaus gebracht. Die Kommissare sichern unterdessen an ihrem Dienstfahrzeug Spuren und bitten die Leitstelle um Hilfe wegen ihres nicht fahrbaren Wagens. Geht das so? Das geht so. Ja, weiteres wird jetzt wie folgt aussehen. Wir haben auf der Leitstelle Bescheid gegeben. Und jetzt wird sich erstmal darum gekümmert, dass wir beide jetzt hier auch erstmal sicher wegkommen und dann uns vielleicht auch sogar in die Nahbereichsfahndung damit einschließen, weil wir haben ja noch zwei flüchtige Täter, die auf jeden Fall noch geschnappt werden müssen. Inzwischen wurde die Täterin auf der Wache erkennungsdienstlich erfasst. Da die Verfolgung einer Straftat der Kriminalpolizei obliegt, übernehmen die Kripo-Kommissare Boris Peters und Klaus Schäfer die Vernehmung der Frau. Doch das Verhör verläuft schwierig. Frau Eschweiler, wir kümmern uns nachher um Sie. Ich sitze hier schon Stunden. Ich weiß. Ich werde nichts sagen. Und wenn Sie mich hier noch 5 Stunden festhalten? Wir reden mal in 2-3 Stunden. Nee, hallo, Sie können doch nicht. Kollegen, Sie bleiben hier, wir kümmern uns nachher. Ne? Wenn Sie sich beruhigt haben, sagen Sie Bescheid. Aber die Frau Eschweiler ist festgenommen worden, weil sie einen Streifenwagen im Grunde genommen die Reifen aufgeschlitzt hat. Und sie wird verdächtigt, wo beteiligt gewesen zu sein. Wir haben jetzt das Opfer und die Anruferin von der Tat. Unten sitzen, die holen wir jetzt auf. Die vernehmen wir danach nochmal. Mal gucken. Muss ich erstmal ein bisschen beruhigen. Das Opfer hat Prellungen und Hämatome erlitten und das Krankenhaus freiwillig verlassen. Mit ihrer Aussage will sie dazu beitragen, dass die skrupellosen Täter schnell gefasst werden. Wie kam es dazu? Also heute Morgen habe ich die Kleine in den Kindergarten gebracht und gehe wie üblich an den Briefkasten und dann hatte ich diesen Umschlag. Oh, warten Sie. Was ist da drin? Nicht so viel anfassen. Was ist das? Da ist ein Schreiben drin, dass ich halt... Legen Sie auf den Tisch. Was ist da drin? Erzählen Sie weiter. Ja, es geht also darum, dass ich meine Freundin, die Josie, die ist halt schon ziemlich lang meine beste Freundin und sie hat halt gesagt, dass, weil sie mir nicht helfen kann, dass sie mir dann halt hilft, irgendwie aus meiner Misere rauszukommen und hat einen Spendenaufruf gestartet, weil ich kann Ihnen das mal zeigen, sie holt sich mal mein Handy bitte da. Weil ich kann Ihnen mal zeigen, das sind die, ist der Schimmelbefall in unserem Haus. Sieht ja grausam aus. Ja, und wie gesagt, es geht auch mit der Kleinen nicht. Kann man da gar nicht leben. Bitte? Ja, lebensgefährlich dazu. Ja. Ja, und dann ist es halt so, dass sie halt einen Spendenaufruf gestartet hat. Und es waren echt viele Leute, die mich da unterstützen. Und da ist halt ein Spendenbetrag von 10.000 Euro zusammengekommen. Und das war halt auch in der Zeitung. Und, ich erinnere mich. Was steht da drin? Das kannst du mir ganz kurz mal nur... Also, kurz ein paar Fragen dazu. Gut, dass ich Handschuhe angezogen habe. Den Umschlag haben Sie mit den Schriftstücken heute Morgen im Briefkasten gefunden. Wer hat den außer Ihnen noch angefasst? Niemand. Nur Sie? Ich habe es ja niemandem gesagt. Noch nicht mal Josie. Doch, hast du Handschuhe? Ja, die Handschuhe nicht. Aber pack's mal hier im Umschlag. Das lassen wir gleich von der Spurensicherung abholen. Da sind 4 Schriftstücke, jeweils mit dem gleichen Text in verschiedenen Schriftgrößen. Wenn das nur von Frau Konke angefasst wurde... Dürfte was drauf sein. Könnte es sein, dass Täter Fingerabdrücke, DNA-Spuren hinterlassen haben. Das Erpresserschreiben, die Androhung, dass ihrer Tochter was passieren würde, hat sie mit Sicherheit in einen schockähnlichen Zustand versetzt. Und sie war aufgelöst, was allerdings auch für sie als Opfer dieser Straftat durchaus verständlich ist. Waren das Männer, waren das Frauen? Nee, ein Mann und eine Frau. Woran haben Sie die Frau erkannt? Man hat die blonden Haare gesehen, also ich gehe davon aus, dass es... Lange blonde Haare. Ja, also so ein Zopf, ne, hat man so ein bisschen... Die Frau wurde also um das Geld erpresst, das ihr wegen des Schimmelbefalls gespendet wurde.
Während sie ihre Tochter nach draußen bringt, erhalten die Kommissare ein am Tatort sichergestelltes Beweisstück. Wie wichtig dies für die Ermittlungen wird, ahnt niemand. Irgendwas anderes haben wir leider jetzt bis jetzt noch nicht gefunden. Darf ich das mal sehen? Ja, gleich kurz. Steht Bella drauf? Schwarze Halskette, ja. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie, das kommt Ihnen bekannt vor? Woher wollen Sie das denn kennen? Also ich arbeite ja mit Familien zusammen, die ich unterstütze. Und die Tochter von einer Familie, die heißt Arabella. Und der Spitzname ist Bella und das steht hier drauf. Und ich weiß ganz genau, die hat so ein Armband. Und ja, so ein Armband ist jetzt ja auch nicht ganz so häufig mit dem. Die Gravierung ist doch, also wie heißt der Name ist ja auch jetzt. Ich wollte gerade sagen, haben Sie den Namen der Familie? Ja, Justus. Und Arabella Justus? Ja, und die Mutter, die heißt Elke. Die Frau Dielmann erkannte zufälligerweise dieses Armband, auch den Anhänger. Sie betreut als sozial tätige Person die Familie Justus und erkannte den Anhänger der Tochter. Das ist natürlich ein glücklicher Zufall für uns, der uns sehr viel Ermittlungsarbeit abgenommen hat. Tust mir gefallen, checkst du mal die Familie einmal kurz. Ja. Machst du gerade die Abfrage, sagst du Bescheid, ob das die gültige Meldeadresse ist? Mittlerweile hat die Geschädigte ihre Tochter einer Verwandten übergeben. Die Kriminalkommissare haben genug gehört. Nachdem sie die junge Mutter informiert haben, wollen sie sofort der heißen Spur nachgehen. Klaus, dann gehen wir gerade noch mal rüber, ne? Wir gehen noch mal rüber, ja. Gut, Sie sind entlassen. Wir kommen auf Sie zu, wir rufen Sie an. Gehen Sie runter. Unterschreiben und dann... Ja, wir warten so unten, das wird geschrieben, das dauert ein halbes Stündchen. Wir kümmern uns drum. Und wir erreichen Sie ja über Ihr Handy. Wir haben ja die Rufnummer dann. Nein. Frau Diemann. Hallo, Herr Fort. Frau Kunke, passen Sie. Hier passt es schon auf. Ja, vielen Dank. Okay. Du bleibst bei mir, ja? Mhm. Naja. Tschüss. Bis nachher. Oh, jetzt warte mal kurz. Nee, warte mal. Der Eschweiler. Der macht schon ziemlich einen Lauten. Mhm. Machen wir mal Trick 26. Arabella Justus. Die sitzt da und hat uns alles erzählt, Frau Eschweiler. Wollen Sie nicht lieber auspacken, oder wollen wir das mal versuchen? Mhm. Ganz in Ruhe. Wollen Sie uns was sagen? Wir werden den Trick mal versuchen. Okay. Ach, Frau Eschweiler, ja. Sie sind ja schön ruhig. Ja, können Sie mir das jetzt bitte mal abmachen hier? Nö. Ich sitze hier seit Stunden. Frau Eschweiler, sind Sie mal bitte gerade ruhig? Nein, ich habe kein Wort gesagt und ich werde auch kein Wort sagen. Brauchen Sie auch gar nicht mehr. Dann kann ich doch auch gehen. Nein. Eben nicht. Andere haben gesprochen. Frau Justus, Frau Arabella Justus. Aha. Sie brauchen jetzt gar nichts mehr sagen, weil Sie gehen jetzt einfach runter in eine Zelle und dann werden Sie in U-Haft genommen. Aus welchem Grund? Weil Frau Justus uns definitiv darüber aufgeklärt hat, was gelaufen ist, welche Rolle hatte. Aha, und Frau Justus, was hat sie denn gesagt? Ja, Sie sind die Anführerin. Bitte, was bin ich? Ihre Planung. Dieses verdammte Miststück! Ja. Das nichts von war, rein gar nichts. Ach. Ihr asozialer Freund hat das alles geplant. Der hat den Artikel in der Zeitung gelesen und wollte die 10.000 Euro haben. Welcher asoziale? Ich habe rein gar nichts damit. Ja, dann bleiben Sie doch mal den Danielo. Fragen Sie doch mal. Bleiben Sie doch mal ganz ruhig. Erzählen Sie uns doch mal von vorne ja, Ihre ich doch Version. Gerade. Danielo, wie heißt er denn mit Nachnamen? Den weiß ich gerade nicht. Ich kenne ihn noch nicht so lange. Und die Arabella hat welche Rolle dann? Ja, sie gehörte halt mit dazu. Ihr Freund hat sich das ausgedacht. Er wollte die Frau um 10.000 Euro erpressen. Und ja, ich habe nur Schmiere gestanden. Mehr habe ich nicht getan. Ja, auch einen kleinen Angriff auf den Streifenwagen gegen Polizeibeamte. War ja wohl nix. Klar, wir müssen immer vom schlimmsten Fall ausgehen. Weil Täter, die auf der Flucht sind und im Grunde nicht erkannt werden wollen, im Grunde sich der Strafe auch entziehen wollen, sind zu allem fähig. Also ich bin vorbereitet auf alles, was kommt. Ich gehe aber davon aus, dass Sie irgendwann Ihre Lage erkennen und dann sich der Staatsgewalt aufhüben, weil Sie dann auch mitbekommen haben, Sie sind erkennungsdienstlich, sind Sie da, man weiß, wer Sie sind und Sie werden Ihre Strafe kriegen, wenn nicht heute, dann morgen. Wir haben Danielo, wir haben die Arabella. Lass uns mal gucken, was wir vor Ort finden. Wir müssen schnell handeln. Die haben die Handtasche, die haben die Kohle, die wissen, dass wir die haben. Wir sollten da hinfahren und gucken, ob wir sie noch kriegen, weil sonst sind die weg. Okay. Lass uns fahren. Wegen Drogendelikten ist der Täter einschlägig vorbestraft. Die Kommissare glauben, dass der Kriminelle vor nichts zurückschreckt und dass ihm jedes Mittel recht ist, seine Beute zu verteidigen. Kurz darauf erreichen die Kommissare die Wohnsiedlung, in der die Täterin wohnt. Die Polizisten hoffen, dass sie dort auch den Freund der jungen Frau antreffen. Hallo Justus, Polizei.
Kripo. Ja, komm, Kripo, kein Ärger. Ja, Frau Justus. Okay. Sie sind Frau Justus? Hat sie doch schon gesagt, dass sie Frau Justus ist. Steht da nicht eine Klingel? Frau Elke Justus? Ja. Ist Ihre Tochter Frau Arabella Justus vielleicht zu Hause? Nein, es ist niemand zu Hause. Warten Sie mal. Kennen Sie diesen Anhänger? Sagt er Ihnen was? Nee, habe ich noch nie gesehen. Gehen wir mal weg hier. Das ist ja schon mal. Frau Justus, förderlich, ne? Ja. Ja. Zur Seite. Alter, gehen Sie mal beiseite hier. Was ist hier los? Der haut ab. Los, hinterher. Als wir die Wohnung betraten, lag die Verdächtige, Arabella, Bella genannt, auf dem Sofa, hatte eine Wunde im Gesicht. Und der zweite Verdächtige, Daniello, flüchtete über den Balkon. Und da haben wir die Verfolgung dann direkt aufgenommen. Wo ist er? Wo ist der Sack? Auto, Auto! Ach, Scheiße. Egon, für 3212 kommen. Los, hinterher. Verfolgungsjagden erfordern von den Polizisten nicht nur höchste Konzentration, sondern auch fahrerisches Können. Sie dürfen das Fluchtauto nicht aus den Augen verlieren, dabei aber auch nicht die anderen Verkehrsteilnehmer gefährden. Die Kommissare lassen sich von dem Verdächtigen nicht abschütteln und setzen ihn so unter Druck. Oh, Scheiße. Los, komm, raus. Egon für 3215 kommen. Richtig. Sofort für Unterstützungsstreifenwagen RTW. Komm, schön liegen. Kolumbusstraße 95, verdächtiges Fahrzeug. Los, Schatzbulle! Hey, ruhig jetzt hier, wir haben die. Der Täter wehrt sich offensiv gegen seine Festnahme. Da er sehr aggressiv ist, legen ihm die Kommissare Handfesseln an, auch zur Eigensicherung. Im Auto des Mannes macht Boris Peters schnell eine wichtige Entdeckung. Ehrlich? Das Geld drin? Handy drin. Und Geld auch. Geld ist da. Sehr gut. Gut. Nachdem der Verdächtige durch uns gesichert war und mein Kollege in den Wagen gesetzt hatte, habe ich mir das Unfallfahrzeug angesehen mit dem Verdacht, dass wahrscheinlich da noch Beutestücke sind. Ich fand die Handtasche der Geschädigten und darin waren dann glücklicherweise auch die 10.000 Euro noch enthalten, mit denen der Verdächtige flüchten wollte. Verdächtiger ist gestellt, festgenommen. Fahrzeug hat Unfall verursacht mit einem Ford Fiesta. Streifenwagen sehe ich, kommt vor Ort, soll die Unfallstelle sichern und die KTU benachrichtigen. Wir brauchen noch Daten aus dem Polo. Ende. Wir haben die Verdächtige, Arabella und die Mutter in der Wohnung zurückgelassen. A war Verstärkung angefordert über die Leitstelle, B ist die Adresse bekannt. Die Verletzungen der Arabella waren jetzt augenscheinlich nicht so, dass sie dringend erste Hilfe benötigte. Und da geht natürlich die Verfolgung des Hauptverdächtigen definitiv vor. Oh Mann, ich darf mir vorstellen, mein Name ist Kriminaloberkommissar Peters. Der Täter wird auf die Wache gebracht. Klaus Schäfer und Boris Peters wollen dort der Geschädigten und ihrer Freundin den aktuellen Stand der Ermittlungen mitteilen. Hallo. Ah. Hallo. Hallo, Frau Dehmann. Frau Dehmann. Nehmen Sie Platz. Frau Kunke. Nehmen Sie Platz. Schön, dass Sie mal gekommen sind. Freudige Mitteilung. Wir haben die Täter relativ schnell fassen können. Sie werden zugeführt. Sie sind nicht mehr in Freiheit. Sie müssen keine Angst um Ihre Tochter haben. Sie müssen keine Angst mehr um Ihr Geld haben. Das ist auch nicht wieder passiert. Und das nächste Mal tun Sie mir einen ganz großen Gefallen. Haben Sie so viel Vertrauen in die Polizei, dass Sie auch bitte sich auch sofort an uns wenden. Die drei Täter sind in U-Haft. Wegen Erpressung, schweren Raubes, Nötigung und gefährlicher Körperverletzung droht ihnen ein Verfahren. Der flüchtige Täter wird zudem wegen Fahrerflucht belangt. Die junge Frau, die den Reifen zerstochen hat, muss sich zusätzlich wegen Sachbeschädigung verantworten. Glücklicher Ausgang. Danke. Aber bitte denken Sie daran, dass wir bei der Polizei nicht umsonst am Leben sind. Wir sind die Ansprechpartner. Es hätte viel, viel schlimmer ausgehen können für sie. Das Opfer hat sich schnell erholt. Sollte sie jemals wieder erpresst werden, wird sie sich umgehend an die Polizei wenden.